Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Liebe Hörerinnen und Hörer dieser Predigt, vielleicht ist es Ihnen in Ihrem Leben schon einmal passiert, dass Sie in die Fußstapfen eines anderen treten durften, sollten, ja oder sogar mussten. Vielleicht in einem Ehrenamt. Der lang gediente Vorstand eines Obst- und Gartenbauvereins oder Fußballvereins tritt in den Ruhestand und Sie sollen jetzt der Nachfolger, die Nachfolgerin in seinem Amt sein. Oder ein Vater gibt die Leitung seiner mühsam aufgebauten Firma an seine Tochter oder an seinen Sohn ab. Da soll dann also jemand in die Fußstapfen eines anderen treten. So etwas kann gelingen. Manchmal führt ein Nachfolger ein Amt des Vorgängers sogar besser aus. Es kann allerdings aber auch sehr schnell zur Last werden. Unangenehme Gedanken können einen plagen. Kann ich das überhaupt? Was ist, wenn ich versage? So viel Zeit und Engagement wie mein Vorgänger möchte ich aber nicht einbringen. Viele oder ähnliche Gedanken können einen dann kaum mehr in Ruhe lassen. Noch schlimmer wird es an einen herantragen. Mir fällt da der Sohn von Franz Beckenbauer ein. Etliche haben von ihm erwartet, dass er in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Einige Fußballvereine setzten große Hoffnungen auf ihn. Er war zwar ein recht guter Fußballer, aber das Talent und das Glück seines Vaters, des Kaisers Franz Beckenbauer, ist ihm dann doch eher beschieden geblieben. In die Fußstapfen eines anderen treten. Mir wird irgendwie mulmig bei diesen Gedanken. Doch genau mit diesem Bild oder Gedanken beginnt unser heutiger Predigttext. Irgendjemand, in dessen Fußstapfen ich da treten soll? Nein, es ist Christus selbst. In die Fußstapfen von jemand treten, der nicht nur Mensch, sondern auch Gott ist. Kann ich das überhaupt? Aber hören Sie selbst den ersten Abschnitt unseres heutigen Predigttextes aus dem zweiten Kapitel des ersten Petrusbriefes, die Verse 21 bis 23. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet. Ich bleib dabei. Viel zu groß diese Fußstapfen. Natürlich, je weiter man liest, desto größer werden die Spuren, die diese Person hinterlassen hat. Keine Sünde hat er getan. Kein Betrug war in seinem Mund. Keine Gewalt hat er angewandt, seinen Feinden nicht gedroht. Er trug die Leiden für uns. Ich, kleines Menschlein, drohe schon beim Lesen
in diesen riesigen Fußstapfen Jesu zu versinken. Die sind mir zu groß, zu tapfer, zu heilig. Was für ein Vorbild. Wie soll ich da hinterherkommen? Das kann ich nicht. Ich denke weiter und bin auf der Suche nach rettenden Schritten. Doch ich merke, meine Wege sind oft Irrwege. Ich tappe irgendwo herum, versuche sogar mein Bestes und es kommt mir vor, als ob ich nur ganz kleine Schritte schaffe, nicht wirklich relevant für unsere Welt mit ihren großen Problemen. Und wir haben in unserer Bibel ja sogar ein leuchtendes Beispiel von einem, der in Jesu Fußstapfen treten wollte und dabei grandios gescheitert ist. Petrus. Das Wasser stand im Wort wörtlich bis zum Halse, als er versuchte, auf dem Wasser, auf dem See Genezareth, in Jesu Fußstapfen zu treten. Aber nicht nur hier versagte Petrus, ewige Treue schwor er Jesus kurz vor seiner Verhaftung. Er würde sogar mit ihm in den Tod gehen, selbst wenn alle anderen Jünger abspringen würden. Wir alle wissen, auch hier waren die Fußstapfen Jesu für Petrus viel zu groß. Dreimal verleugnete er Jesus, wie jämmerlich. Aber eins wird mir hierbei immer klarer. Wie soll ich als Christ in Jesu Fußstapfen treten, wenn selbst Petrus daran scheiterte? Mission impossible, würde ich mal sagen. Vielleicht finden sich ja im zweiten Teil unseres Predigttextes Hinweise, wie wir mit all dieser großen Anforderung umgehen können. Ich lese die letzten beiden Verse. Christus, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Jesus selbst hat unsere Sünden ans Kreuz getragen. Wir müssen also nicht mehr für unsere Sünden gerade stehen. Diese ganz großen Schritte, die Jesus gegangen ist, müssen wir gar nicht wiederholen. Wir sind der Sünde abgestorben. Wir haben also keine mehr, die uns einmal zur Last gelegt wird. Aber damit haben wir eine neue Aufgabe. Kleinere Fußstapfen also. Wir dürfen und können nun Gerechtigkeit leben. Ein weiteres Bild in unserem Predigttext. Wir waren wie umherirrende Schafe, die zu ihrem Hirten nun umgekehrt sind. Wir alle kennen noch die großen Schlafzimmerbilder unserer Eltern oder Großeltern, eine Herde voller Schafe, die von ihrem guten Hirten geleitet wird. Kaum jemand hat noch so ein Bild im Schlafzimmer hängen. Nicht nur, weil sich unsere Geschmäcker ändern. Wir tun uns auch schwer mit der Vorstellung, ein Schaf zu sein. Das geht noch bei Kindern, die gerne und auch bedenkenlos, weil ich Jesu Schäflein bin, singen
Wir Erwachsenen aber wollen selbstbestimmt und frei sein. Selbstbestimmt in unserem Denken und Handeln und nicht blind einer Herde hinterhertrotten. Momentan spüren wir aber sehr, dass unsere Selbstbestimmtheit ihre Grenzen hat. Wir haben vieles eben doch nicht in unseren Händen. Ein kleiner, mit bloßen Augen nicht zu sehender Virus kann unser Leben und das Gefüge der ganzen Welt aus den Angeln heben. In der jetzigen Zeit fühlt es sich dann schon wieder besser an, dass wir einen liebevollen Hirten haben, der uns auch Trost, Halt und Orientierung geben kann. Halt und Orientierung in einer Zeit der vielen offenen Fragen und Unsicherheiten. Nicht mehr das Gefühl zu haben, wie ein umherirrendes Schaf zu sein, stattdessen jemanden zu haben, an dem ich mich festmachen, anlehnen kann. Und es werden wohl nur ganz kleine Schritte sein, die ich ab und an in Jesu Fußstapfen laufen kann. Wir gehen auch in Jesu Fußstapfen, wenn wir ab und zu einen Schritt zurücktreten, wenn wir nicht immer Recht haben wollen, wenn wir nicht nur von uns aus die Dinge sehen, wenn wir nicht immer auf den eigenen Standpunkt beharren. Wir können in Zeiten der Corona-Krise jetzt nur vorsichtige und bedachte Schritte gehen, nicht immer Recht haben wollen, jetzt bei der Debatte um die Aufhebung der einzelnen Einschränkungen. Wir gehen in den Fußstapfen Jesu, wenn wir Worte vermeiden, die Öl ins Feuer gießen, die Vorurteile zementieren und stattdessen das Leiden von Menschen sehen. In diesen Fußstapfen Jesu können wir gehen. Es sind Spuren, die zu Frieden und Gerechtigkeit führen. Aber leicht ist das nicht. Manchmal treten wir daneben. Manchmal verlieren wir sogar die Spur aus den Augen. Gut, wenn ich dann weiß, dass ich einen starken Hirten habe. Einen Hirten, der stärker als das Virus, stärker als der Tod ist. Dieser Hirte will mich leiten wie ein Bischof. Immer wieder darf ich umkehren, zurückgehen zu dem Hirten und Bischof meines Lebens. Wie ein irrendes Schäfchen, das endlich nach Hause findet. Von meinen unsicheren Wegen oder den selbstsicher gegangenen Wegen, auf denen ich mich überschätzt habe, gehe ich zurück in die Arme dieses starken Hirten, Oberhirten, der mich umsorgt. Ich will zu dem, der mich gerecht gemacht hat und für den ich leben will. Und so wanke ich mit kleinen Schritten und voller Freude ihm entgegen, falle in seine Arme wie ein verlorenes und gefundenes Schäfchen zugleich und bin froh, dass ich auf seinen Armen, in seinen Fußstapfen manchmal gehen kann, immer weiter Richtung Reich Gottes, Richtung Heil und Gerechtigkeit. Und ich hoffe, viele andere Schäfchen kommen mit. Amen. Jesus Christus, wir bitten dich, sei und bleibe du der Hirte und Bischof von
von uns und unseren Kirchen. Mach uns stark, wenn wir kleiner und unbedeutender werden. Gib uns einen Glauben, der mit dir rechnet. Was kann uns Schlimmeres passieren, wenn du mit auf dem Weg bist? Sei und bleibe du der Hirte und Bischof unserer Welt. Lass deine Welt nicht fallen, gib sie nicht auf, denn sie ist doch das Werk deiner Hände. Heile ihre Wunden. Gib ihr Zeit, gesund zu werden. Schenke uns Fantasie und Kraft, um unsere Welt, um unser Leben besser zu schützen. Sei und bleibe du der Hirte und Bischof aller Bedürftigen. Tröste diejenigen, die um einen Menschen trauern. Tröste die, die um ihr Leben kämpfen. Sei bei den Schwachen und Benachteiligten. Sei bei denen, die die Krise besonders schwer mitnimmt im Moment. Berufe immer wieder Menschen, die ihre Stimme für dich erheben. Sei und bleibe du der Hirte und Bischof unserer Seelen. Greife ein, wenn wir vergeblich ringen und wenn uns das Wasser bis zum Hals steht. Führe uns durch die dunklen Täler zu neuem Licht. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Du bist mein Zufluchtsort, ich berge mich in deiner Hand, denn du schützt mich, Herr, wann immer mich Angst befällt, traue ich auf dich, ja, ich traue auf dich. Und ich sage, ich bin stark in der Kraft meines Herrn. Du bist mein Zufluchtsort, ich berge mich in deiner Hand, denn du schützt mich, Herr, wann immer mich Angst befällt, traue ich auf dich. Du bist mein Zufluchtsort, ich berge mich in deiner Hand, denn du schützt mich, Herr, wann immer mich Angst befällt, traue ich auf dich. Ja, ich traue auf dich. Und ich sage, ich bin stark in der Kraft.